So, hallo und herzlich willkommen zur Zytologie-Reihe. Wir machen ja immer noch ein bisschen Zelllehre, bevor wir dann zu den spannenden Dingen in der Waldökologie-Vortragsreihe, die ich hier gerade durchführe, zu sprechen kommen. Und wir hatten letztes Mal, ich weiß, es ist schon ein bisschen her, aber sonst müsst ihr es euch halt nochmal angucken, hatten wir erstmal geklärt, was ist eigentlich die DNA, wofür ist die gut, was macht die? Und das möchte ich nochmal ganz, ganz kurz wiederholen. Die DNA ist ja eine Doppelhelix und besteht aus einem langen Strang, der sich aus vier Basen zusammensetzt, die da A, C, T und G heißen. Mehr müssen wir jetzt gerade gar nicht wissen. Und es gibt ein Protein, das sich DNA-Polymerase nennt, das von der DNA regelmäßig eine Kopie erstellt, eine Arbeitskopie. Und diese Arbeitskopie, die nennt man dann RNA. Und diese RNA wiederum, die wird vom Ribosom abgelesen. Und das Ribosom baut Aminosäuren aneinander, je nachdem, welche Information auf jeweils drei aufeinanderfolgenden Basenpaaren, also einem sogenannten Triplet, draufsteht. Wird da eine entsprechende Aminosäure verbaut. Und aus der aufeinanderfolgenden Sequenz der verbauten Aminosäuren ergibt sich ein individuelles Protein. Und dieses Protein tut irgendwas. Alles, was in Organismen getan wird, alles, mit dem Organismen gesteuert werden, sind letztendlich Proteine. Jeder Prozess wird damit in irgendeiner Form beeinflusst. So weit, so gut. Proteine also wichtig. DNA kodiert für Proteine. Proteine werden gebaut, indem die DNA abgelesen wird. Jetzt haben wir ein Problem. Nämlich, wenn jetzt ständig sämtliche Proteine, die auf der DNA draufstehen, gebaut werden, weil sie da draufstehen, dann herrscht völliges Wirrwarr im Organismus, weil da jedes Steuerelement gleichzeitig vorhanden ist. So, und das würde dann dazu führen, dass wir gleichzeitig zum Beispiel Östrogen und Testosteron produzieren würden, völlig unabhängig von unserem Geschlecht, weil beide steht auf der DNA drauf. Das heißt, eine Ausprägung der Geschlechter, die unter anderem durch die jeweiligen primären Sexualhormone ja ausgelöst wird, würde so gar nicht stattfinden. Wäre ein bisschen verwirrend, vorsichtig ausgedrückt. Anderes Beispiel, Schlafhormon und Adrenalin. Würde dann auch beides gleichzeitig in quasi identischen Mengen produziert werden. Man wüsste nie, ob man jetzt gerade flüchten oder kämpfen oder einschlafen soll. Oder macht dann exakt genau das Falsche im exakt falschen Moment. Also ich brauche, glaube ich, nicht weitere Beispiele zu nennen, um zu erklären, dass das für große Verwirrung sorgen würde, wenn halt wirklich alles gleichzeitig produziert wird. Neben der Verwirrung hätte es noch den entscheidenden Nachteil, dass es einfach Ressourcenverschwendung ist. Lauter Proteine zu produzieren, die man gar nicht braucht, wäre idiotisch. Außerdem, so ein Protein ist vergleichsweise teuer. Das kostet wertvollen Stickstoff. Gerade wenn man eine Pflanze ist, ist Stickstoff ja immer nicht in so großen Mengen verfügbar. Und deswegen muss man da einfach haushalten und nach Möglichkeit so wenig Proteine produzieren wie irgendwie möglich. Aber halt so viele wie notwendig sind, um den Organismus strukturiert am Laufen zu halten, damit alle Prozesse genau in der Menge und in der Frequenz ablaufen, wie das sinnvoll ist und wie sie gerade gebraucht werden. So, und deswegen brauchen wir, das ist der Titel, die Regulation der Genexpression. Klingt schön, ist es auch. Denn das führt halt eben dazu, dass dem Organismus klar ist, völlig unabhängig davon, ob der ein Gehirn besitzt oder nicht, was er gerade braucht. Und deswegen muss dieser Prozess natürlich relativ einfach sein, wenn er ohne Gehirn funktionieren soll. Also es gibt da bei den primitiven Organismen funktioniert das genauso gut wie bei uns. Und die haben ja kein Hirn, wie man weiß. Also wie Männer zum Beispiel. Und das heißt, so kompliziert kann das also gar nicht sein. Und das ist es auch nicht, denn es funktioniert mit Substratinduktion oder Endprodukthemmung. So, da. Und damit gehen wir jetzt mal an die Wand und gucken uns dieses Teil hier an. Ich habe ja bisher bei DNA nur von Genen gesprochen. Das hier ist ein eigentliches Gen, ein sogenanntes Strukturgen. Weil was ich bisher unterschlagen habe, ist, dass DNA halt eben auch aus Regionen auf der DNA besteht, die gar nicht für ein Gen kodieren. Also es gibt sozusagen auf den ersten Blick erstmal nutzlose Stücke DNA,
die für nichts, was irgendwie ein Protein darstellt, kodieren. Die sind aber nicht nutzlos, sondern da können dann so Dinge drauf sein, wie das Regulator-Gen, ein Promotor-Gen oder ein Operator-Gen. Die sind alle vergleichsweise klein. Ein Strukturgen ist vergleichsweise groß. Wichtig ist jetzt aber noch zu wissen, dass der Regulator vom Promotor unter Umständen sehr weit weg sein kann. Deswegen habe ich das hier so ein bisschen gestrichelt dargestellt, weil da steckt möglicherweise ein riesengroßer Abstand dazwischen. Das hängt von der Komplexität des jeweiligen Organismus so ein bisschen ab. Also es gibt einen losen Zusammenhang. Je komplexer, je langlebiger der Organismus, desto mehr ist hier nutzlose DNA dazwischen. Und nutzlos mit großen Anführungszeichen, weil wir nämlich nicht wissen, wie diese DNA, die dazwischen ist, funktioniert. Wofür die hundertprozentig genau zuständig ist, können wir nicht wissen. Allerdings ist es halt verdächtig, dass es diesen losen Zusammenhang gibt, dass das umso mehr DNA ist, die da steckt, je langlebiger der Organismus ist. Beispiel Baum. Ein Baum hat damit den größten Haufen DNA hängen, den es überhaupt gibt. Weil ein Baum ist unendlich langlebig im Vergleich zum Rest, was sonst so auf dem Planeten so rumkreucht. Ne? Deswegen gibt es die Theorie, der ich mich anschließen möchte, dass das in irgendeiner Form eine Anpassung darstellt, um an jede erdenkliche Umweltbedingung angepasst zu sein, die eintreten kann. Man müsste dann nur irgendwie in der Lage sein, die DNA, die hier steht und quasi auf Vorrat da ist, zu nutzen. Und wie das jetzt funktioniert, dass plötzlich diese nicht zur Ablesung vorgesehene DNA jetzt doch abgelesen wird, das ist das große Rätsel. Aber man könnte zum Beispiel annehmen, wenn dieses Ding hier jetzt in einer Kiefer sitzt, ne? Und unsere Kiefer ist es gewohnt, auf trockenen Böden zu wachsen. Es gibt aber auch Kiefern, die auf recht nassen Böden wachsen. So, und das kann man jetzt annehmen, dass obwohl unsere Kiefer hier auf trockene Böden spezialisiert ist und hier ein Gen, das ihr das Leben auf trockenen Böden erleichtert hat, hat unsere Kiefer hier in ihrem Vorrat von Genen, deren Funktion wir nicht kennen, auch noch einen Haufen Zeug rumliegen, was für nasse Böden dann geeignet wäre. Soll heißen, ein Nachkomme dieser Kiefer, der rein zufällig mit irgendeiner Windstrom ewig weit weggetragen wurde und in irgendeinem Moor landet, könnte trotzdem keimen und hätte in seiner DNA eventuell trotzdem auch das Zeug, die Ansätze, die vorgesehenen Baupläne für ein Leben auf einem nassen Untergrund. Und deswegen kann man halt auch bei Bäumen teilweise ganz gut betrachten, dass wenn sich die Lebensbedingungen des stehenden Baums, der an seinem Platz ja nicht weg kann, ändern, er trotzdem damit teilweise erstaunlich gut zurechtkommt. Und da gibt es die Theorie, dass die Gene dafür irgendwo da in diesem versteckten Genbereich liegen und irgendwie dann doch aktiviert werden können. Aber wie das genau funktioniert, weiß keiner und es ist nur eine Theorie und das einfach nur so zu allgemeinem Interesse, wollte ich das mal mit einbauen. Ne? Gut, soweit, machen wir einen Schnitt. Das war die eine Sache, die ich euch beim letzten Teil vorenthalten habe. Es gibt Gene und es gibt einen Haufen DNA, die erstmal keine Genfunktion hat. Das zweite, was ich euch vorenthalten habe, ist nämlich, dass die DNA, so wie sie in den Zellen vorkommt, gar nicht nur aus den vier Basenpaaren besteht, sondern auch noch Proteine enthält. Beziehungsweise die DNA wird zusammengehalten von Proteinen, die dafür sorgen, dass sie eine bestimmte Struktur einnimmt, die DNA. Man könnte sagen, die ist aufgewickelt um eine Spule. Und die Spule, um die die DNA gewickelt wird, das nimmt dann Proteine. Man kennt ja vielleicht die Chromosome noch aus dem Biounterricht. Im Prinzip sind Chromosomen nichts anderes als einfach eine Art und Weise, DNA aufzuwickeln in einer bestimmten Struktur. Das erfüllt dann auch wieder bestimmte Aufgaben. Das ist aber jetzt fürs Erste gerade mal völlig egal. Das ist jedenfalls die eine Sache von Proteinen, die in der DNA vorkommt bzw. an der DNA dranhängt. Die für Ordnung sorgen. Und dann gibt es noch diejenigen, die halt dafür zuständig sind, zu steuern, ob ein Gen gerade abgelesen wird oder nicht. So, und das wäre ein Repressor zum Beispiel. Das ist ein Protein.
Und das müssen wir jetzt ein bisschen genauer beleuchten. Wir haben auf unserem Stück DNA am Anfang irgendwo einen Regulator. So, und Regulatoren sind so ziemlich das einzige Stück DNA, das es gibt bei der gesamten DNA. Also da gibt es viele, viele Regulatoren natürlich. Aber nur die Regulatoren sind die DNA, die ständig abgelesen wird. Alle andere DNA ist ja gesteuert, ob sie nun gerade abgelesen wird oder nicht. Nur Regulatoren, die nicht, die werden dauernd abgelesen. Und es werden ständig die Proteine gebildet, die da draufstehen. Und das sind eben diese Repressoren, das ist dieses kleine rote Ding. Okay, also Regulatoren bauen Repressoren. Was macht jetzt so ein Promotor? Wenn er hier schon steht, muss ich den auch erklären. Der ist einfach dafür da, damit die DNA-Polymerase weiß, nachdem hier ja ein Haufen DNA sitzt, der nicht abgelesen wird, der quasi nutzlos ist, in Anführungszeichen. Die DNA-Polymerase muss ja irgendwo wissen, wo muss ich denn anfangen, wo muss ich mich denn draufsetzen, um das wichtige Strukturgen abzulesen. Und das ist der Promotor. An der Stelle wird dann halt eben draufgesetzt und Strukturgen abgelesen. Gleich gehe ich raus mit diesem Ding hier. Also der Promotor ist im Prinzip fürs Verständnis gar nicht so wichtig. Der gehört halt dazu, deswegen habe ich ihn jetzt mal schnell erwähnt. So, wichtig ist eigentlich der Operator, weil der Operator halt die Knotenbindungsstelle darstellt. Da, wo sich eventuell ein Repressor, wenn er dann aktiv ist, drauf sitzt und halt verhindert, dass das Strukturgen abgelesen wird. So, soweit, so gut. Jetzt müssen wir wissen, dass es zwei verschiedene Sorten von Strukturgenen gibt, nämlich diejenigen, die standardmäßig in hohen Mengen gebraucht werden und deshalb so ziemlich immer abgelesen werden müssen, aber nur manchmal halt nicht, und diejenigen, die nur ganz selten mal gebraucht werden und nur dann abgelesen werden sollen, wenn sie auch gerade mal gebraucht werden, um Ressourcen zu sparen, weil Proteine sind ja teuer, ne? Und jetzt gehen wir mal erstmal vom letzteren Fall aus. Wir haben hier jetzt ein Gen, das müssen wir nur dann ablesen, wenn gerade was Spezielles vorliegt. Und deshalb nehmen wir ein Beispiel für dieses Gen, das ist jetzt Laktat. Was ist jetzt Laktat? Laktat ist ein Enzym, also auch ein Protein. Enzyme sind auch immer Proteine, so rum, das für Laktoseabbau zuständig ist. Und da klingelt es vielleicht beim einen oder anderen, wer laktoseintolerant ist, der hat ein kaputtes Laktatgen oder hat gar keins. Da hat es dann irgendwie einen Fehler in der DNA gegeben, dass das Laktatgen halt nicht funktioniert. Ein gesunder Mensch hat so ein Ding. Aber auch ein gesunder Mensch ernährt sich standardmäßig nicht ständig von Milchzucker, ne? Also Laktose. Und deswegen macht es Sinn, Laktat nur dann zu bilden, wenn gerade zur Ernährung im Magen Laktose vorhanden ist. Vorher braucht man das Zeug nicht, sondern erst dann. So. Und das bedeutet, der Prozess, der jetzt hier eine Rolle spielt, um die Laktatbildung und damit den Laktoseabbau zu starten, den nennt man Substratinduktion. Soll heißen, es kommt etwas an, ein Substrat, ein Stoff, der das Ablesen des entsprechenden Strukturgens induziert, also startet. Und das funktioniert folgendermaßen. Hier ist das Substrat, das grüne Bobbele. Das grüne Bobbele ist Laktose in diesem Fall. Und das setzt sich hier auf unseren Repressor in das grüne Feld. Und damit wird der Repressor in diesem Moment jetzt deaktiviert. Dazu habe ich hier unten beiden Dinger hier aufgemalt. Wenn der aktiv ist, der Repressor, dann sitzt nichts drin. Dann ist kein grünes Bobbele, also kein Substrat drin. Das heißt, dann wäre er aktiv und dann würde er hier drauf sitzen. Jetzt kommt das grüne Bobbele und setzt sich hier rein. Damit wird er inaktiv, hier da steht's, und geht ab. Ne? Fliegt jetzt hier quasi weg. Und man könnte jetzt sagen, der schwebt jetzt hier unten irgendwo rum und wartet darauf, dass irgendwas passiert. Denn irgendwann
haben wir folgenden Fall. Wir haben jetzt jede Menge Laktose gefuttert. Ne? Wir haben ganz, ganz viel Milch getrunken, von mir aus auch ganz viel laktosehaltigen Käse gegessen, Joghurt, ist egal. Und deswegen haben wir jede Menge Laktat produziert, damit wir all diesen Milchzucker abbauen können. Aber irgendwann ist der Milchzucker alle. Gibt es keine Laktose mehr, ist alle abgebaut. Wir haben aber immer noch dieses Laktatgen, das hier ständig abgelesen wird und ständig wird weiter Laktat gebaut. So, und jetzt gibt es den zweiten Prozess. Und der nennt sich Endprodukthemmung. Und das bedeutet, haben wir jede Menge Endprodukt, schwirrt quasi in unserer Zelle überall Laktat rum, dann setzt sich das Endprodukt auf unseren jetzt hier unten hängenden inaktiven Repressor und aktiviert den. Siehe hier. Ne? Dann wird der Repressor nämlich wieder aktiv und setzt sich auf unseren Operator und verhindert, dass weiterhin Laktat gebildet wird, weil wir brauchen keins mehr. Raffiniert, ne? Also das ist ganz grob gesagt auch schon die Regulation der Genexpression, die in jedem noch so primitiven Organismus ungefähr so funktioniert, genauso wie bei uns als sehr fortgeschrittenen Organismus. Wir brauchen also zur Regulation unserer Gene kein Gehirn. Das ist überhaupt nicht notwendig. Man kann auch Bakterium ohne Gehirn sein, das funktioniert trotzdem. Das ist das Geniale dabei. Das läuft also vollständig selbstständig ab. Mehr oder weniger, weil wenn man jetzt ein höherer Organismus ist, dann kann das Hirn schon so ein bisschen dazu beitragen, bestimmte Substrate in bestimmten Zellen bilden zu lassen, die sich auf alle Zellen verteilen und dann in relativ kurzer Zeit überall Repressoren deaktivieren, damit überall bestimmte Gene sehr schnell abgelesen werden. Und das ist dann notwendig, wenn wir zum Beispiel irgendein Protein brauchen, das dann meistens ein Hormon ist. Das geht meistens recht schnell mit den Hormonen, das sind Botenstoffe. Hormone hat jetzt erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun, sondern das sind einfach generell Botenstoffe. Es gibt auch Sexualhormone, selbstverständlich, aber fast jeder versteht unter Hormonen erstmal was Sexuelles, ist nicht so. Beispiel Adrenalin. In diesem Fall wäre das Adrenalin-Gen standardmäßig natürlich abgeschaltet. Da hockt ein Repressor drauf. Wäre ja Blödsinn. Wir brauchen ja nicht ständig Adrenalin. So. Also, ich sehe jetzt einen Feind. Da ist ein Feind, ich mache oh. Und in dem Moment gibt mein Sehnerv, Feind erkannt, ans Hirn weiter. Oh, Feind, du musst jetzt produzieren ein Substrat, das Adrenalin-Gen freigibt zum Ablesen. Sprich, da würde dann im Hirn, das ist jetzt kompliziert, ne? Bei komplexen Organismen wird es unendlich kompliziert, aber irgendwie wird dann über das Hirn, über einen elektrischen Impuls freigesetzt, ein Substrat, das sogar meistens dann auch ein Hormon ist, weil es ein Botenstoff ist, das sofort in sämtliche Zellen schießt, quasi auch von einem zentralen Punkt im ganzen Körper durchgeschossen wird, so schnell wie es nur irgendwie geht, in die jeweiligen Zellen reinschießt und sich zielgenau in die jeweiligen Repressoren setzt, die sofort abfliegen und dann kann sofort jede Menge Adrenalin gebildet werden. Und das Adrenalin ist dann gleichzeitig auch wieder der Stoff, der dann auch wieder in alle anderen Zellen schießt und dann gleichzeitig wieder als Substrat fungiert und noch mehr entsprechende Adrenalingene freischaltet und plötzlich wird überall Adrenalin produziert und dann können wir prima den Feind verhauen. Ne? Also, ja, und wenn wir dann eben feststellen, okay, jetzt sind wir so voller Adrenalin, dass wir jetzt gleich einen Herzinfarkt oder ähnliches kriegen oder tot umfallen, weil dann dient das Adrenalin gleichzeitig wieder als Endprodukt, was dazu führt, dass die deaktivierten Repressoren wieder aktiviert werden und dann wieder verhindern, dass noch mehr Adrenalin gebildet wird und dann wird der ganze Quatsch relativ schnell wieder abgebaut und dann sind wir erstmal ziemlich fertig. So, im Prinzip war es das jetzt. So, ich muss jetzt zugeben, dass ich da jetzt eine ganze Weile für gebraucht habe, um das zusammenhängend zu erklären, weil ich wollte noch zu viel anderes Zeug einbauen. Es ist nämlich so, dass es nicht nur Repressoren gibt, sondern es gibt auch Aktivatoren. Aktivatoren binden nicht an den Operator, sondern an den Promotor. Und nur mit aktivem Aktivator wird der Promotor aktiviert und nur wenn der Promotor aktiviert wird,
bindet da die DNA-Polymerase dran und liest das entsprechende Gen ab. Es ist im Prinzip vollkommen wurscht. Nur diese Option gibt es halt eben auch noch. Und ich habe jetzt mehrfach versucht, das irgendwie auch noch mit einzubauen. Es ändert aber nichts an der grundsätzlichen Funktionsweise. Und die grundsätzliche Funktionsweise von der Regulation der Genexpression ist halt so, dass ein Gen standardmäßig nicht abgelesen wird, es sei denn, irgendwas ist da, was dazu führt, dass es halt doch abgelesen wird. Ne? Und das ist halt eben dann meistens eben diese sogenannte Substratinduktion. Das, wofür das Gen da ist, muss vorliegen als Umwelteinfluss, damit das Gen gebraucht wird. Machen wir dazu einfach nochmal ein Beispiel, um das Ganze nochmal ein bisschen nochmal anders zu erklären. Nehmen wir mal ein Bakterium. Bakterium schwimmt in seinem üblichen Bakterien-Nährlösungsding in so einer Petrischale im Labor rum. So. Und dem geht's gut. Da gibt's ordentlich zu essen, hat da keine Sorgen und vermehrt sich fröhlich. So. Und jetzt kommt ein böser Mensch und kippt da ein Antibiotikum über unsere Bakterien. Die meisten gehen jetzt hoffentlich ein. Einige wenige Bakterien aber können dieses Antibiotikum, was jetzt in der Umwelt des Bakteriums vorliegt und ins Bakterium eindringt, als Substrat für den Aktivator benutzen, beziehungsweise als Substratinduktion, um den Repressor von ihrem Gen, das eine Antibiotikaresistenz enthält, abzuspalten. Ne? Da wäre also jetzt das, was eigentlich für die Zelle tödlich ist, gleichzeitig das induzierende Substrat, um den Bau des Stoffes, der verhindert, dass die Zelle getötet wird, zu starten. Ne? Also auch sowas könnte es zum Beispiel geben. Machen wir mal noch ein Beispiel fürs tiefere Verständnis. Und dafür nehmen wir jetzt mal ein Gen, das nahezu immer abgelesen wird. Das waren ja bisher einmal nur Gene, die man nur ab und zu mal braucht. Es gibt ja auch Gene, die werden nahezu ständig gebraucht. Zum Beispiel das Gen für die DNA-Polymerase selbst. DNA-Polymerasen braucht man dauernd, weil es werden dauernd irgendwelche Gene abgelesen. Zwar nicht immer Adrenalin und Laktat und Antibiotikaresistenzen, wenn man ein Bakterium ist, aber manche Dinge halt wirklich ganz, 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 ganz oft. Und deswegen braucht man auch ständig DNA-Polymerasen, weil die haben auch nur eine begrenzte Haltbarkeit, die lösen sich irgendwann von alleine auf und fliegen quasi wieder, zerfliegen in ihre Einzelteile. Jetzt macht es keinen Sinn, dass das Gen zum Bau von DNA-Polymerasen nur immer mal kurz eingeschaltet wird, wenn eine DNA-Polymerase gebraucht wird, weil die werden ja ständig gebraucht. Hingegen macht es schon Sinn, das Gen hin und wieder mal abschalten zu können, wenn tatsächlich jetzt gerade mal kurzfristig echt genug DNA-Polymerasen da sind. Der Fall, dass also welche gebildet werden müssen, ist erheblich häufiger als der Fall, wo mal keine gebildet werden müssen. Und in diesem Fall haben wir so ein bisschen ein umgekehrtes System. Da macht es keinen Sinn, dass ständig Zeug produziert wird, das verhindert, dass das Gen gebaut wird, sondern in diesem Fall würde nur ausnahmsweise mal was produziert werden, das ausnahmsweise mal verhindert, dass das Ding produziert wird. Nicht ausnahmsweise wird es mal erlaubt, sondern ausnahmsweise wird es mal verhindert. Und in diesem Fall nennt man das dann nicht Repressor, was da dran sitzt, sondern Aktivator, was da dran sitzt. Und standardmäßig sitzt da quasi der Aktivator dran, das Ding ist dauernd aktiv und per Endprodukthemmung, erst wenn davon ganz, 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 ganz viel da ist, würde dann eben der Aktivator mittels Endprodukt deaktiviert werden, würde abfliegen und dann wäre mal kurz Schluss. Bis eben das Endprodukt wieder ein bisschen weniger wird, nicht mehr genug Endprodukt da ist, um die Aktivatoren zu deaktivieren. Die Aktivatoren setzen sich automatisch wieder drauf und es geht wieder weiter mit dem Bau von DNA-Polymerasen. Ne? Also das wäre auch eben einfach nochmal so ein Beispiel, wie das Ganze ablaufen kann.
So, und mehr gibt es dann, glaube ich, dann wirklich nicht mehr dazu zu sagen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch ja mal den Überbegriff Regulation der Genexpression merken und dass die beiden Prozesse, die da eine Rolle spielen, einmal Substratinduktion und Endprodukthemmung sind. So, und jetzt noch ein paar Schlusssätze. Wahnsinnig faszinierend finde ich halt bei dieser Thematik einfach, wie einfach das geht. Was für eine logische und simple Funktion das total erfolgreich steuert, welches Gen gerade abgelesen werden muss oder welches nicht. Macht euch klar, man braucht dafür kein Gehirn. Ne? Dieser Prozess ist bei allen Organismen, egal wie hochentwickelt, mehr oder weniger gleich, also die Grundprinzipien. Und hirnlos läuft das auch ganz, 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 ganz hervorragend ab. Guckt euch Pflanzen an, die haben ja alle kein Gehirn. Das funktioniert trotzdem alles ganz, ganz, ganz wunderbar. Eben wegen diesem Prozess. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Bakterien oder sonst was. Weshalb wir auch nicht erst denken müssen, oh, ich könnte mal langsam meinen Blutzuckerspiegel wieder runterfahren. Sondern das passiert automatisch, weil das Glucagon-Gen, das dafür zuständig ist, den Blutzuckerspiegel hochzufahren, per Endprodukthemmung mit Glucose deaktiviert wird. Ne? Ist zu viel Glucose im Blut, wird das Gen, das Glucose ins Blut leitet, durch Glucose deaktiviert. Andersrum, ist zu wenig Glucose im Blut, wird das Insulin-Gen durch zu viel Insulin, Endprodukthemmung, wieder deaktiviert und wird kein Insulin mehr gebaut. Das heißt, es reichert sich wieder Glucose im Blut an. Ne? Ganz einfach. Und ob das jetzt wirklich so ist, speziell bei Insulin und Glucagon, ist auch erstmal wurscht. Ne? Einfach nur nochmal zum grundsätzlichen Verständnis. Und dafür braucht man eben kein Gehirn. Das finde ich persönlich, ist somit das Faszinierendste an dem ganzen Thema. Genug um den heißen Brei herumgelabert. Nächstes Mal schauen wir uns jetzt endlich dann mal die Eukaryontenzelle an. Das war ja jetzt bisher immer noch auf Bakterienniveau und quasi übertragen auch auf höhere Organismen. Wie jetzt aber genau eine Zelle von einem höheren Organismus aussieht, das ist dann halt eben Thema der nächsten Folge. Und da werde ich auch gleich ansprechen, weiß nicht, ob ich da zwei Videos draus mache, was so der Unterschied ist zwischen einer Pflanzenzelle und einer Tierzelle, weil wir werden uns primär dann noch ein bisschen intensiver mit der Pflanzenzelle auseinandersetzen, weil wir ja jetzt erstmal in die Botanik einsteigen und die Zoologie, also Schwerpunkt Tier, dann irgendwann in ferner Zukunft mal durchsprechen. Ansonsten lasst euch nicht betüxen und bis zum nächsten Mal.